Die deutsche Exportwirtschaft kommt nicht in Schwung. Im Juni lagen die Ausfuhren mehr als 3% unter dem Niveau des Vormonats. Bereits im Mai waren die Exporte zurückgegangen. Besonders starke Einbußen mussten die Unternehmen im USA-Geschäft hinnehmen. Die Ausfuhren nach China konnten dagegen zulegen. Krisengespräch beim Mittelständler Geutebrück im Westerwald. Der Export macht der Firmenchefin Sorgen. Die Firma entwickelt Softwareprogramme für Logistik- und Sicherheitssysteme mit Videoüberwachung. Auch die entsprechenden Anlagen stellt der Betrieb her. Vor allem das Exportgeschäft mit den USA leidet. In diesem Jahr ist es sogar um 40% eingebrochen. Stand heute. Was wir so ein Stück weit auch auf die Unsicherheit weltweit zurückführen. Die deutschen Ausfuhren gingen im Juni insgesamt zurück in die EU um 3,4% im Vergleich zum Vormonat. Außerhalb der EU gingen die meisten Exporte in die USA. Allerdings gab es hier ein Minus von 7,7%. Ein Lichtblick, die Exporte nach China nahmen um 3,4% zu. Die deutschen Exporte und auch der Welthandel leiden etwa unter dem Konflikt zwischen den USA und China. Zudem gibt es neue Wettbewerber, wie etwa Indien. Auch der freie Handel wird erschwert. Wir haben generell auf der Welt eine Tendenz zu mehr Protektionismus. Das heißt, Länder versuchen eher, im Inland Jobs zu schaffen, Wettbewerb zu behindern, eigene Firmen zu fördern. Und das ist natürlich schlecht für jemanden, der viel exportieren möchte wie Deutschland. Dazu kommen Standortnachteile wie hohe Energiekosten und viel Bürokratie, klagt Katharina Geutebrück. Ihr Unternehmen stellt sich wie viele andere Exportfirmen in Deutschland auf schwierige Zeiten ein.